Ja, hallihallo, hallöle und ein herzliches Willkommen zu meiner Folge 10 von Let's Play Diablo 3 mit meiner Wenigkeit mal wieder, euer Mr. D. Ja, ich bin mal wieder alleine. Der Marcel wird erst in der nächsten Folge wieder dabei sein, die nehmen wir nämlich morgen früh auf. Und ja, ihr habt ja gesehen, wie wir hier zum Fährmann jetzt gekommen sind und so. Und jetzt mache ich da erstmal weiter an der Stelle. Das ist also jetzt nicht so tragisch, weil die Geschichte ist ja eigentlich mehr oder minder doch so ein bisschen nebensächlich. Wir wollten euch ja jetzt Z-Bonis vorstellen, aber bevor wir das machen, habe ich mir dann heute jetzt gedacht, in der Folge 10, gehe ich erstmal auf die Rüstungen ein, die es so gibt, ja. Auf die Rüstungen. Und stelle euch die Rüstungen vor. Werde natürlich auch wieder den Link dazu in die Beschreibung mit reinpacken. Ich hoffe, ich denke dran. Ja, ich bin so ein bisschen alt und verkästlich. Und, ja, ja, ihr kennt das ja. Und aber worauf kommt es jetzt an bei den Rüstungen? Das ist so wie mit den Waffen. Da gibt es auch unzählig erstmal vieles. Ich will es jetzt erstmal nur anreißen, dass ihr halt ein Grundverständnis dafür entwickeln könnt, für die Waffen. Und das machen wir jetzt auch mal. Ne, nicht besondere Waffen. Wo ist es denn? Da. Ja, da sitze. Wir fangen mit den Helmen an. Also ich werde jetzt nicht alle vier Kategorien da durchgehen, sondern erstmal nur die erste. Zum Beispiel Helm des kranialen Krustentiers. So. Sternenhelm. Und dann, ihr kennt ja die Wertigkeit, ist genau dieselbe wie bei den Waffen, ja, also wo nichts drunter ist, naja, was eher für die Tonne. Dann die blauen sind erstmal darüber wertig, dann die gelben und zum Schluss darüber die, ja, sagen wir mal, die legendären. Und Leoriks Krone ist sowas Wertvolles. So, hier habt ihr wieder was Blaues. Fall des Hochmuts, auch nicht schlecht. Kriegshaube des Lehrlings, zerbrochene Krone, ist wieder legendär. Und die haben auf jeden Fall auch einen Sockel. Hier ist wieder was mit Z. Plattenhelm des Meisters wäre jetzt etwas, was man erstmal tragen könnte, wenn man nichts Besseres hat. Und dann vielleicht hinterher irgendwann mal auch zerschroten könnte. Blinder Glaube. Gugel des Todessehers. Gunes Antlitz. Kriegshelm von Kassar. Also, die waren schon sehr erfinderisch. Ja, aber jetzt gehen wir mal in die letzte Kategorie nochmal schnell rein. Das ist hier, okay, Weisheit des Jadeernters. Ja, das ist auch schon so ein Set, aber dann ja hier zum Beispiel der Helm der Herrschaft ist nicht schlecht. Ja, und hier sieht man auch noch so einige Set-Sachen, die also ja auch schon mal besseren Schutz und bessere Items und so in der Kombi mit den anderen Set-Sachen natürlich bieten. Ja, also so, das ist der Kopfschutz, Helme, nun gehen wir jetzt mal auf die Schultern ein, ja, zum Beispiel hier Zielsuchtplatten oder Schulterplatte des Skelettkönigs, ja. Ihr wisst das, ich werde es jetzt nicht alles nennen, ich zeige euch nur mal anderesweise so ein wenig wieder hier, dass es hier nette Sachen gibt schon mal, die man dann auch zwischendurch auch mal verwenden kann, bevor man sich dann entweder verschrotet oder verkauft, ja, weil man was Besseres erhalten hat. So, dann hier Körper. Stofftunika, naja, Lederwams, ach, das ist nichts Besonderes, oder Ledertunika, nein. Das eiserne Herz, das ist schon mal ein bisschen besser als der Schrott da vorher.
Aqualcuras, genau. Hier wieder ein Z. Ja, schon mal, ja. Bänderharnisch des Adepten. Das ist wiederum so eine Sache, ja, kann man erstmal tragen, bis man wieder was Besseres hat. Also gelb bedeutet, trage es, bis du was Besseres hast. Paulus Kyras, auch nicht schlecht. Auf jeden Fall. Ja. Dann gehen wir mal in die Endsache rein. Souveräne Akzidentenrüstung. Mantelung der Rüdarem. Rüstung des gütigen Regenten. Ja. Und dann gibt es hier noch einige Set-Sachen, die vielleicht auch dann recht interessant sind. Auf jeden Fall haben die auch Sock. Hier seht ihr schon drei Sockel möglich, ja. Und die sind dann natürlich sehr interessant, weil man die ja gut aufwerten kann auch. Wie man die sockelt, wisst ihr ja. Das habt ihr ja schon gesehen. Ja, Hände, Hüfte, Beine, Füße, Schmuck, Nebenhand und so weiter. Also es gibt da einige Sachen, die sehr interessant sind, was man an Rüstung haben kann. Morgen früh wollte jetzt der Marcel mal gucken, dass er eine sehr, sehr gutes Rüstungsset mit raussucht, was man schon als Endset quasi benutzen kann hier im Spiel. Aber ich wollte jetzt erstmal Grundsätzliches zeigen zu diesen einzelnen Sachen. Quasi zu diesen zu der Rüstung, so dass ihr ein Grundverständnis schon mal habt. Und jetzt geht's weiter mit der Geschichte. Genau. Jetzt habe ich wieder meinen Templar dabei. Und hier brennt es. Oh. Naja, schon klar. Ihr könnt mich auch mal. Oh. Im östlichen Königreich Kejistan habe ich Gerüchte über Krieger der Zakarum gehört. Die Kreuzer. Mehr Wut. Die Einwohner waren offensichtlich sehr verschwiegen. Ich konnte kombinieren, dass dieser Orden vor 200 Jahren gegründet wurde. Zur Zeit, als Rakis seine Paladin-Armee nach Westen führte. Doch diese Kreuzritter reisten gen Osten und hatten ein ganz anderes. Das geht noch nicht. So, bevor wir gleich hier weitermachen, möchte ich euch noch mal was zeigen. Darum gehe ich jetzt hier noch mal schnell zurück. So, was ist das? Ah, Schrott zum Verkaufen. Genau, okay. Und zwar kann ich jetzt meine Fertigkeiten verbessern. Das geht hier rüber. Ich kann in diesem Fertigkeitsfenster, ja, das kann man hier rüber super aufrufen, jetzt gucken, mein Primärangriff, der über die Maus geht. Ich kann zum Beispiel jetzt Raserei nehmen oder auch Waffenwurf. So, gucken wir mal. Raserei geht in einen Wutzustand über, der mit jedem Treffer eure Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Waffenwurf. Schleudert eine mächtige Axt, die einem Gegner Schaden zufügt. Und hierüber, wenn ich das jetzt weiter behalten möchte, diesen Angriff und jetzt nicht einen der anderen nehmen möchte, kann ich den hier immer weiter steigen. Zum Beispiel Eruption durch Spalten getötete Gegner explodieren. Das habt ihr ja mal gesehen. Sensenschwung erzeugt mit jedem getroffenen Gegner zusätzliche Wut. Abschlag wäre dann kritische Treffer, schleudern Gegner in die Luft. Beim Aufprall verursachen sie zusätzlichen Schaden, also beziehungsweise sie erleiden Schaden. Greift alle Gegner in eurer Nähe an und erhöht den verursachten Schaden von Spalten. Getroffene Gegner und erhöht ihren erlittenen Schaden. Also ich belasse das eigentlich lieber dabei. So. Zerfleischen ist das andere. Ja gut, da kann ich jetzt vergrößert den Wirkungsbereich von Zerfleischen. Die nächste Rune erhaltet Leben, wenn ihr Gegner mit Zerfleischen Schaden zufügt.
Das ist eigentlich recht interessant. Erhöht den von Zerflaschen verursachten Schaden. Betroffene Gegner werden unterkühlt und erleiden erhöhten Schaden aus allen Quellen. Werden Gegner durch Zerfleischen getötet und werden weitere Gegner in der Nähe zum Bluten gebracht. Ich könnte jetzt zum Beispiel auch seismisches Schmettern löst Schockwellen aus, die Gegner in ihrem Weg Schaden zufügen. Obwohl ich auf Blutrausch dann gehe. Ich könnte hier jetzt das auch weiter steigen, aber ich mache es so. Sprung! Da kann ich jetzt entweder das mit so einer Rune versehen. Eiserner Aufschlag erhöht für einen begrenzten Zeitraum nach der Landung euren Rüstungswert. So, Sprint. Und irgendwann mal auch zum Schluss kann ich dann zum Beispiel euer Zorn Schmerzen unterdrücken. Ja, euer Zorn schützt euch 5 Sekunden lang vor einem Großteil des Schadens. Was auch gar nicht mal so verkehrt ist. Sprung. Was kann der so alles? Erhöht eure Ausweichchance beim Sprinten. Bleibe bei dem hier. Genau, annehmen. Macht. Überwältigen. Ich könnte jetzt auch Revanche nehmen. Ja, das ist ja auf der 2. Ja, was macht der? Führt einen Vergeltungsschlag aus, der euch pro getroffenen Gegner heilt. Das ist schon mal ganz nett. Das nehmen wir. Drohruf. Da können wir noch nichts verbessern. Erdbeben ist jetzt auf der 4. Da bin ich mal gespannt, was da noch so kommt. Also die Fertigkeiten muss man auch von Zeit zu Zeit erhöhen. So klicken, um eine passive Fertigkeit zu wählen. Zum Beispiel 1 Pfund Fleisch. Heilkugeln erhöhen die Lebensregeneration pro Sekunde um 2%. Und die Bewegungsgeschwindigkeit um 4%, wenn sie eingesammelt werden. Dieser Effekt hält 15 Sekunden lang an und ist bis zu 5-mal stapelbar. Gnadenlos. Jeder Clan bemalt seine Krieger auf seine eigene einzigartige Weise. Manche feiern den Berg, andere ehren das Feuer, andere Targos-Clan verehrt die reinigende Tugend der Schmerzen. Fügt Gegner mit weniger als 30% Leben 40% mehr Schaden zu. Also das heißt, ich muss erstmal im Leben sinken, naja, um dann mehr Schaden auszuteilen. Nerven aus Stahl. Wenn ihr tödlichen Schaden erleidet, wird euer Leben stattdessen auf 15% reduziert. Außerdem wird 3 Sekunden lang jeglicher erlittener Schaden 95% reduziert und ihr seid gegen alle Kontrollverluste immun. Waffenmeister erhaltet einen Bonus, der auf dem Typ der Waffe in eurer Haupthand basiert. Schwerter durch 8% erhöhter Schaden, Streitgolben extra 5% kritische Trefferchance, Stangenwaffen, Speere 8% Angriffsgeschwindigkeit, mächtige Waffen 2 Wut pro Treffer. Das ist schon mal gar nicht mal schlecht. Ja, nehmen wir doch das hier, Waffenmeister. Das klingt schon mal gut. Obwohl, naja, machen wir doch erstmal einen von Fleisch. Das ist auch wegen der Heilung und so, ne? Kann man ja immer noch was Schönes nehmen. Ja, das wollte ich euch zeigen. Wichtige Sache, dass man das dann auch immer wieder macht. So, meine Wut muss ich erstmal erhöhen. Hilft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Ja, ja. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Los, komm! Stirbt! Jawoll! Jawoll! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Nein? Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen! Ach Mädel, mach doch keine leeren Versprechungen. Echt mal hier. Nur. Oh, hallo. Oh, ja, komm, du stirbst. Jetzt.
Jo, komm! Oh, die liebe ich. Ich brauche mehr Zeit. Jawoll! Ihr habt uns gerettet. Ja, ja. Wir schulden euch unser Leben. Ja, ja. Schon klar, dann gib mal Geld her. Ach, die sind eh arm. Das Heft eines Schwertes. Es ist vom Himmel gefallen und leuchtet mit seltsamer Magie. Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Decker geht. Ja, ja. Ist in Ordnung. Sanu, warum kann ich... Ach, hier muss ich durch. Oh. Ja, ist ja gut. Es ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. So, jetzt rüste ich erstmal... Oh, hier kann man, glaube ich, was einsammeln. Jawohl, ein bisschen Gold. Natürlich im Koop-Modus ist es besser. Aber neuer Fertigkeitsplatz. Juhu! So, weil wir da gerade von gesprochen haben, gucken wir uns erstmal die ein. Berserker war versucht bei fast maximaler Wut 25% mehr Schaden. Skill und Präsenz. Die Dauer eurer Schreie wird verdoppelt. Nach Verwendung eines Schreis erhaltet ihr und alle Verbündeten im Umkreis von 100 Metern 29 Sekunden lang pro Sekunde 3% eures maximalen Lebens zurück. Ja. Waffenmeister war eigentlich auch interessant, ne? Aber ich habe ja nicht ich so viele Plätze. Froh, dass uns das Schicksal auf diesem Weg zusammengeführt hat. Warum? Oh, mehr Schaden. Ihr kämpft sowohl mit Ehre als auch Leidenschaft. Ich glaube, ich weiß, das ist generell besser als Waffenmeister. Besser versucht nämlich 25% generell mehr Schaden. Also nehme ich das doch lieber. Ja, dann bei 30 muss ich gucken und bei 70 kann ich vielleicht hier auch noch ein paar andere bessere Sachen dann annehmen, ne? Jo, so, zerfleischen. Nee. Ah, Wirbelwind. Fesselt eine Reihe wirbelnder Angreifer, die allen euren Wegen schaden. Oh. Ja. Nehmen wir doch das. Riesen. So, wir haben uns mal wieder verbessert. Ah, den Templar will ich jetzt nochmal. Jetzt kann ich hier, das seht ihr sogar, wählen. Und zwar entweder Wächter oder Inspirieren. Erhöht eure Ressourcenerzeugung. Oder wenn euer Leben niedrig ist, kommt euch der Templar zu Hilfe, stößt Gegner in die Nähe zurück und heilt euch. Das ist viel besser. So, na guck mal, der macht jetzt schon ein bisschen mehr Schaden auch und so. Jawohl, super. So muss es auch sein. Dann wollen wir mal wieder nach Neu-Tristram zurück. So. Okay, jetzt muss ich hier wohl in Kleins Haus. Es liegt an dir, Ken. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung, was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern.
Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Simsalabim! Oh, ganz wie ich vermutet habe. Das Schwert stammt aus dem hohen Himmel. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Onkel Deckard. Vielleicht hätte ihm Opium geholfen. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Ach, ja. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kains Tod zahlen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Hm. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Engel oder Mensch, wir müssen ihm sein Schwert wiedergeben. Es wird seine Erinnerung wiederherstellen. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wolfheim erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Ich bin bereit für sie. Jawohl, aber erstmal verkaufe ich was. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren. Ah, warte mal. Ach, ich muss erstmal wieder gucken. Äh, 30 Stärke, 27 Vitalität, mehr Gold von Gegnern. Sehr schön, erhöht den Radius. Jawohl. Machen wir doch das. Das wird verkauft. Was ist mit dem? Templer, was hast du? Jawohl, können wir austauschen die Waffe. Das wird mir helfen. Sehr nice. Magischer Gürtel wird verkloppt. Gut, dann Händler. Wie wär's denn damit? Und damit und damit und damit und damit und damit. Perfekt. Sehr schön. Ja, guck mal. Schön, schon viel Geld, was ich brauche. So. Ich hatte mit Marcel gesprochen über das Herstellen von eigenen Waffen, eigenen Rüstungsteilen und so weiter über den Schmied. Er sagte, ja, es war nett, aber teilweise findet man doch im Spiel bessere Sachen, als was der herstellen kann. Also, auch mal teuer. Hat man zwar die Möglichkeit, was Eigenes herzustellen, aber am Ende ist es vielleicht doch eher Müll. So, das wollte ich euch schon mal sagen. Jetzt machen wir mal weiter. Keller der Kapelle von Wortham. So, da sind wir jetzt. Geht's hier weiter. Und wollen wir mal gucken, ob wir hier nicht so ein bisschen die Leute aufmischen können. Jawohl. Hallihallo. Ja, die sind soweit zufrieden. Das freut mich. Stadttor aufmachen. Dann versuchen wir mal hier in der Geschichte schön weit weiterzukommen. Wie gesagt, also das ist jetzt nicht schlimm, dass ich hier schon so ein bisschen in der Story weitermache, weil er kann jederzeit da. Das ist das Tolle an diesem Koop, einfach reinjumpen in die Story und wir machen weiter. Ich verkaufe Tränke und Farbstoffe von hoher Qualität zu einem gerechten Preis. Ja. Hier, seht sie euch mal an, wenn ihr wollt. Oh, würdet ihr mir vielleicht noch einen Gefallen tun? Es gibt da unten bei den Höhlen einen Verrückten, der nach einem Trank verlangt, um sein Blut süßer zu machen. Ist das zu glauben? Würdet ihr ihm vielleicht diesen Trank bringen? Naja. So, was hast du denn? Nix für mich. Och, das ist doch.
Nee. Okay, vielen Dank, dass wir gesprochen haben drüber. Noch wer? Ohne Fahrschein. Gucken wir doch gleich mal. Nicht genug Wut. Ja. Ah. Oh, kommt. Und starbt. Na, los hier. Jawohl. Na, alter Mann. Ich bringe euch diesen Trank vom Alchemisten. Perfekt. Meine Herren wird mich nun annehmen. Ihr Blut und das meine werden schon bald mit einer Stimme singen. Und jetzt betretet die Höhlen. Okay. Ja, der Verrückte hat noch hier in den Höhlen noch was, noch eine kleine Bedeutung. Hier ist schwer von Furcht. Das ist kein gutes Zeichen. Ja, kommt her, alle, die ihr nicht. Die Uhr. Oh, sehr schön. Ja, kommt her. Oh, Kobold, wo bist du denn? Wo bist du denn? Ah, da bist du ja. So, immer schön am Kobold bleiben. So. Jawohl. Müll. Ach, die können mir kaum was hier anhaben. Oh, los hier. Tja, wer Angst vor Spinnen hat, für den ist dieser Part nichts. Gibt's ja Leute, also die sich davor ekeln einfach, wie zum Beispiel meine Tochter. Aber das ist eine Anerziehung von meiner Ex-Frau. Naja, okay, kann man nichts machen. Meine Ex-Frau ist sowieso so ein Fall für sich. So. Ja, kommt her. Das geht noch nicht. Ja? Warum? Na komm. Stirb. Hui. Na, na, na. Du wirst doch wohl nicht. Doch nicht bereit. Oh. Nice, nice, nice. Na komm. Jawoll. Sehr schön. Lala, 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 lala. Ja, komm mal her. Du bist gleich ein verbraten. Haben wir hier Spinnschaschlik gemacht hier, hm? Huh? Oh, was? Spinnschnitzel. Lecker, 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 lecker. Schmecker. Ach komm. Ein bisschen was könntet ihr mir auch mal hier da lassen. Oh, jawoll. So muss es sein. Ah. So viel dazu, dass ich meine Fertigkeiten nicht richtig nutze. Ich mache es schon, bloß kann ich die nicht immer nutzen. Weil es kommt hier drauf an, dass Wut, also für den Barbaren Wut, dass das voll ist. Oh, verfluchte Truhe. Ja. Na los, komm. Ja. Und der Schmetterling auch wieder. Jetzt wird's nett. Ja, los, noch ein und noch ein und noch ein. Komm näher hier! Noch mehr! Los! Am besten 200, 300! Ach, was sag ich? 1000! Komm näher hier! Jawoll! Ah, komm zu mir!
Nett. Los, 129. Noch mehr. Da steht doch noch mehr hier. Ah. Was? Schon vorbei? Nee, hier. Guck. Oh. Los. Du wirst jetzt auch sterben. Nett. Ah, schön. Alles einsammeln. Alles meins. 1, 2, 3. Meins. Oh Gott. Schrott. Müll. Und? Richtig. Ein Rubin. Das ist gut. Der Rubin ist gut. Edelsteine braucht man sowieso. Umso mehr, umso besser. Schön fein immer alles sammeln. Ja, kommt mal her. So. Oh. Ah. Oh. Also jetzt in der letzten Folge haben wir ja mal die Spielschwierigkeiten angesprochen. Solche Gegner in der höchsten Spielstufe, da hat man einiges zu tun. Ja, die höchste Spielstufe zu spielen, ja, da muss man richtig gut equipped und ausgestattet sein. Darum fängt man am besten, wie gesagt, erstmal einfach an. Und steigert dann sich. Bis ihre Stimme zu mir kam. Ja, ist ja gut offen. Wusste ich, wie ich zu dienen habe. Ich muss den töten, der meine Herren bedroht. Ja, ja. Und auch die dunkle Macht, die sie geschaffen hat. Ich wurde auserwählt. Also so ein paar Komplexe hat der Typ schon, ne? Dieser Obi. Meine da Herren ist er. Hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Okay. Artige Herren. Ha. Schon klar. Oh, machen wir mal wieder das. Ja. Das ist so geil. Den Angriff nehme ich gerne wieder. Mit diesem Erdbeben. Nice. So. Jetzt kommen wir zu der... Bitte helft mir. Ja, ja. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Ach nee. Oh nein. Nein! Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Ja, ja. Spinnenkönigin? Das geht noch nicht. Na komm, nee, Madame, nicht so schüchtern sein. Jawohl. Vielleicht ist mein Erdbeben wieder zur Verfügung. Oh ja, die macht schon ein bisschen Aua. Aua. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir ihr nicht ein bisschen wehtun können. Oh, jetzt verkriecht sie sich wieder. So, jetzt kommen die kleineren Viecher. Na komm. So, das ist halt die Boss-Taktik. Die verschwindet dann von Zeit zu Zeit und dann holt sie halt ihre kleinen Freunde raus, die man dann erstmal töten muss. Dann kommt sie wieder. So, kommt her. Ah, komm, wunderbar. Super. Nicht bereit. Oh.
Komm, komm, jawohl. Das ist doch was Feines. So, jetzt ist sie tot. Hallo, ihr seid doch die Mama. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Ja, ja. Schwupp, komm. Danke. Das Licht in euch wird stärker. So, jetzt gucken wir mal kurz, was ich so alles Feines gekriegt habe. So, der macht jetzt hier schon mal Stärke. Warte mal, was macht der? 19 mal Leben. Hier, komm. Den tauschen wir aus. Mein Templer bekommt jetzt auch einen Ring. Guck mal hier, Topaz. Oh, er kriegt ein Amulett um. Ich brauche es noch nicht. Ich hole mir ein besseres. 32. Na komm. Dann kannst du jetzt auch was Besseres haben. Rüstung. Jawohl. Sehr nice. Ja. So ist das. So gut ist er nicht. Der wird verkauft. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier? Ich hatte nichts anderes zu tun. Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Kassra gestohlen. Daraufhin sind die Kassra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Kassra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Na gut, dann machen wir das mal. Dieses Land gehörte einst der Krone. So, sehr schön. Na, was haben wir denn hier Feines? Jawohl. Bam, 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 bam. Ja, kommt, ihr fliegenden Tiere, Weltmotte. Ich sag's ja, also, die sind schon erfinderisch. Also, nicht schlecht. Das muss man auch, wenn man sowas entwickelt und macht und tut, also... Das geht nicht mal von heute auf morgen. So, hier ist der nächste Wegpunkt wieder. Sehr nice. So. Ja. Dann gehen wir erstmal nach Neu-Tristram wieder zurück. Und ich werde wieder hier warte. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber das packe ich eher mehr hier hin. Auch was ich da nicht alles habe. So, Topase. Ich muss wieder sammeln, Steine sammeln. Richtig, richtig, richtig. Wisst ihr ja. Und Geld brauche ich auch. Ich habe ein paar brandneue Waren, die dich vielleicht interessieren können. Nicht so ganz hier kommen. Ah, nice. So, jetzt gehen wir mal in die Truhe. Ja, und diese Truhe ist charakterübergreifend, was natürlich genial ist. Ja. Oh. Arkanstaub. Wow. Jawohl.
Ja, die haben diese Stapelbarkeit erhöht. Das ist gut. Vorher ging immer nur in 100ern. Jetzt geht's auch ein bisschen mehr. Was auch gut ist. So, ich gucke mal, das ist doch hier mehr alles Plunder. Kommt mal her. Achso, so, zack. Jetzt mache ich mal hier so ein bisschen was leer und verkaufe das. Weil, was will man damit? Obwohl, ich könnte auch das ein oder andere mal jemanden geben. Aber ich will das jetzt mal hier alles ein bisschen verschroten. Jetzt ist die Frage, was brauche ich? Ja. Seltener Beinschutz. Ich denke mal, den kann ich nehmen, ne? Benötigt Stufe 40. Dann hebe ich den Beinschutz mal auf. Ja, der ist eigentlich auch nicht schlecht, der. So, den brauche ich nicht. Seltenes Zweihandschwert. Ja, klingt schon mal interessant. Na, Brustschutz. Ja, komm. Vieles wird jetzt verschrotet. Ja, wie gesagt, als Zwischending, ne? Als Zwischenlösung zum Anlegen. Oh. Ja, hier austauschen. Schuhe. Ah, mal gucken. Weg damit. Leeren Verschlinger. Ja, okay, super. Dann habe ich wieder ein bisschen mehr Platz. So. Ja, habt ihr gesehen? Warte mal, ich möchte mal kurz gucken auf meinen Templer. Was hat der? 32. Also, blub. Kann alles hier so ein bisschen verschrotet werden. Ach, was ist das denn hier? Seltenes Schwert. 27. Naja. Wenn man sowas macht, dann nicht lange nachdenken. Jawohl. So. Schwupp. Schwupp. Ja, kriege ich ja nur diese Kristalle raus. Da gibt es auch noch was anderes. So. Neun. Zehn. So. Dann kann ich die noch hier mit zupacken. Zwei brauche ich noch, dann habe ich 80, das können wir machen. Schwuppdiwupp. Weg. Und weg. Sehr nice. Und den Rest verkaufen wir. Weil wir brauchen das Geld. Ah, viel wert sind die nicht, wie man sieht. Immerhin so ein bisschen Kohle gekriegt. Und schwupp, 90. Wunderbar. Ja. Ich hoffe, die Folge hat dir jetzt auch gefallen. Und du hast auch mal wieder was sozusagen jetzt gelernt. Das wäre auch schön und nice. Ja, nun geht's morgen, werde ich dann die Folge 11 aufnehmen. Wieder mit Cell zusammen. Und dann werden wir euch mal eine
ein Set vorstellen, was man sozusagen als Endset nutzen kann. Was vielleicht auch dann ganz nett ist. Nun, wisst ja schon mal über Rüstung so ein bisschen Bescheid, über die Edelsteine schon Bescheid, über Waffen und so. Ja, das sind so die Grundsachen. Ja, und das ist halt auch das, was das Spiel hier ausmacht. Immer weitere, bessere Sets und so alles zusammenstellen, Geld sammeln und. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du lässt einen Daumen da. Vielleicht noch ein Abo, wenn du noch nicht hast. Ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge gleich wieder. Bis dann sage ich Tschüss.